Rick Grimes, wohl einer, wenn nicht sogar der beliebteste oder zumindest prägnanteste The Walking Dead Charakter. Dieser Charakter hat eine Entwicklung durchgemacht, die quasi an nichts ranzureichen ist in dieser Serie. Es gibt wenig Charaktere, die sich so krass weiterentwickelt haben wie Rick Grimes. Und vor allem ist seine Entwicklung nicht wirklich nur geradlinig, nein, seine Entwicklung beinhaltet wirklich durchgehend Höhen und Tiefen, die ihn dahin gebracht haben, wo er Stand jetzt halt ist. In diesem Video zähle ich heute mal alle Punkte auf, wo sich Rick Grimes Leben essentiell und wirklich prägnant verändert hat, beziehungsweise welche Ereignisse wirklich dazu geführt haben, dass wir den Rick kennen, den wir jetzt momentan halt haben. Und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu der neuen Folge von Couch Time. Ja, auch wenn der liebe Rick wirklich nur von Staffel 1 bis 8 da war und halt den Rest der Serie und das Finale quasi ja verpasst oder sagen wir mal verschlafen hat, hat er trotzdem eine unfassbar kranke Charakterentwicklung. Ich denke, es sollte allen schon ein Beispiel sein, wenn man sich nur das Thumbnail dieses Videos anguckt, was für ein fucking Unterschied Rick aus Season 1 zu dem aus Season 8 und wenn wir natürlich ganz genau sein wollen, aus Season 11, Ende Season 11, was das für ein riesiger Unterschied ist. Und da der gute Rick wirklich einer meiner Lieblingscharaktere ist und mich diese Ereignisse wirklich mal interessiert haben, habe ich mich mal hingesetzt, hab mal nachgeforscht und bin tatsächlich auf ganze 11 große Ereignisse gestoßen, die wirklich in seinem Leben prägnant was geändert haben. Wir gehen quasi vom jüngsten, also vom ältesten Ereignis, halt nach dem Koma, bis hin zu dem, wo er halt jetzt, sag ich mal, gestorben, also verschwunden ist. Und zwar das erste Ereignis in Rick Grimes Leben, welches wirklich sein komplettes Leben erstmal von Anfang an wirklich erstmal verändert hat, war das Treffen auf Morgan. Ja, auch wenn es eher was Unscheinbares ist, man muss sagen, nachdem Rick aus dem Koma aufgewacht ist, stand er erstmal vor ganz vielen Fragezeichen und wusste ja gar nicht, womit sie irgendwie was zu tun hat. Unabhängig davon, dass er natürlich auch noch ein bisschen mit seiner Verletzung zu kämpfen hatte, die sich wahrscheinlich möglicherweise entzündet hat, war das Treffen auf Morgan nicht nur für seinen körperlichen Zustand, sondern auch für seinen seelischen und geistigen Zustand wirklich relevant. Denn zum einen natürlich hat Morgan ihm erstmal überhaupt Verpflegung gegeben. Er hat ihm seinen Verband gewechselt, hat seine Wunde nochmal ein bisschen, sag ich mal, gereinigt. Aber das ist nur ein Nebenpunkt, denn Morgan hat eine ganz essentiell wichtige Sache gemacht. Er hat Rick erklärt, was hier überhaupt abgeht. Obwohl Morgan es selbst ja quasi nicht 100% wusste, was jetzt eigentlich wirklich los ist. Morgan ist derjenige, der Rick erklärt hat, dass diese Leute nicht gut sind. Weil wir kennen ja super viele Ereignisse in The Walking Dead, sowohl Hauptserie als auch Nebenserie, wo die Charaktere nicht verstanden haben, siehe Lizzie, dass diese Zombies, diese Walker halt nicht unbedingt Freunde sind, sondern eher Feind. Weißt du, so nach dem Motto, du Freund oder Feind. So, und das ist schon mal ein essentieller Punkt. Rick wusste durch Morgan einfach direkt, okay, die sind nicht gut, die muss man leider töten. Auch wie? In den Kopf. Alles Informationen, die viele andere Charaktere halt einfach vorher nicht hatten. Dementsprechend hat Rick im Prinzip von Morgan quasi so einen Bootcamp für, naja, die Zombie-Apokalypse bekommen. Aber nicht nur das, er hat auch noch irgendwo einen Sinn im Leben gefunden. Er hat einfach gesagt, okay, Morgan hat seine Familie zwar zum Teil verloren, er hat noch seinen Sohn, aber Ricks Familie könnte noch da draußen sein und Morgan hat ihn auch mehr oder weniger angespornt, einfach weiter, naja, zu leben, zu überleben. Wodurch Ricks Reise ja eigentlich erstmal wirklich losgegangen ist. Womit wir auch direkt zum zweiten Punkt kommen. Einige würden jetzt hier wahrscheinlich sagen, gut, das Treffen auf Glenn, das Treffen auf überhaupt die Atlanta-Gruppe, auf seinen Sohn, auf seine Familie, ja, ist schon auch irgendwo ein Wendepunkt, aber hat Ricks Charakter jetzt nicht in der Hinsicht wirklich krass weit geformt, sondern einfach nur, naja, seinen Charakter weiter erweitert auf dem Grundlevel, sag ich mal. Deswegen wird das hier gar nicht mit reinbezogen. Denn wir gehen auf Punkt 2 und das ist Dr. Jenners Geheimnis. Für die, die es nicht wissen unbedingt, es ist ja auch nicht von Anfang an in der Serie klar gewesen, dass jeder diesen Virus in sich trägt. Und das ist das, was Dr. Jenner Rick kurz vor, sag ich mal, der Sprengung des, weiß ich gar nicht mehr, wie das Gebäude hieß, auf jeden Fall vor diesem Gebäude erzählt hat, anvertraut hat. Das Geheimnis, was Rick sehr, sehr lange für sich behalten hat, wonach er quasi gelebt hat, der Grund, warum er sich angefangen hat, mit Shane zu streiten, weil er etwas wusste, was Shane nicht weiß und dementsprechend quasi versucht hat, seine Gruppe demnach zu leiten und zu führen. Aber nicht nur der Punkt hat Rick in der Hinsicht beeinflusst, sondern auch einfach das Wissen, es kann jedem passieren, immer. Das bedeutet, es muss nicht jemand vor einem Biss unbedingt geschützt werden, sondern es muss effizient das Leben beschützt werden. Eine Person darf nicht sterben. Aber nicht nur das Geheimnis an sich war das große Problem, oder was heißt nicht das Problem, sondern der Punkt, warum sich Rick so entwickelt hat, sondern eher das Vorenthalten vor seiner Gruppe und später halt dann auch das, naja, Erzählen seiner Gruppe, was wirklich hier Phase ist. Denn so kannte Rick tatsächlich dann doch schon ein bisschen mehr die Regeln der neuen Welt als Shane und das dementsprechend ist diese Szene auch gar nicht mal so irrelevant, weil Rick wusste wesentlich mehr als zu dem Zeitpunkt ein Großteil der Menschen. There
are no rules, man. We're lost. No, 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 man. Und dieses Geheimnis sollte natürlich auch dafür sorgen, dass das dritte Ereignis in seinem Leben auch wirklich effektive Auswirkungen hat. Und das ist Punkt 3. Carl wird angeschossen von Otis. In dem Moment war Rick natürlich klar, okay, wenn wir sein Leben nicht retten, ist er nicht nur tot, sondern er wird sich verwandeln. Und ich glaube, Rick wusste zu dem Zeitpunkt, dass weder er noch Laurie es übers Herz gebracht hätten, Carl zu töten. Aber nicht nur darauf basierend, dass es in der Zombie-Apokalypse passiert. Nein, es ist sein fucking Sohn, der da angeschossen wurde, der im Sterben lag. Und Ricks Beziehung zu Carl ist nun mal sehr, sehr krass heftig verbunden. Und dementsprechend hat er da gemerkt, okay, es sind nicht nur die Zombies, die uns hier die Probleme bereiten. Es sind auch die normalen Umwelteinflüsse, wie einfach jemand, der zufällig gerade einen Reh erschießen wollte. Und naja, Carl stand halt in dem Moment ein bisschen doof da. Aber so ist Rick auch wirklich darauf aufmerksam geworden, okay, es sind nicht nur die anderen Einflüsse, es sind wirklich alles Mögliche. Wir müssen einfach vor allem aufpassen und die Welt ist weiterhin so, wie sie vorher war, nur halt plus Zombies. Und da die Welt so ist, wie sie früher auch war, ergab sich natürlich auch der vierte Punkt. Und der vierte Punkt ist Shane, beziehungsweise dass Rick Shane getötet hat. In Klammern gesetzt, dass Carl den Zombie-Shane erschießen musste. Nicht nur, dass Shane Ricks bester Freund war, nein, er war aber auch die Person, die zwischen ihm und seiner Familie stand. Und Ricks Gemüt ist eigentlich nicht so drauf, dass er jemanden einfach so umbringt oder dass es leicht für ihn ist, jemanden umzubringen, wenn es nicht wirklich eine effiziente Bedrohung ist. Demnach musste in diesem Fall Shane sterben, weil Rick für sich entschieden hat, er ist eine zu große Bedrohung für alle Überlebenden hier im Camp, für alle Überlebenden meiner Gruppe, für meine Familie und für mich. Und vor allem, er hätte Rick nicht überleben lassen. Er wäre der gewesen, der Rick umgebracht hätte. Ob das hundertprozentig so ausgegangen wäre, gibt es tatsächlich eine interessante Theorie bzw. eine bestätigte Theorie, die hätte passieren können, die mal im Buch, also im Drehbuch mehr oder weniger stand. Darüber werde ich mal ein extra Video machen, weil das nochmal die Lage komplett ändert von Shane und Ricks Beziehung zueinander. Und natürlich wird es auch, denke ich mal, in The Walking Dead Destinies, also dem entscheidungsmöglichen Spiel, was demnächst rauskommt, auch viele Möglichkeiten offenlegen, wie dieses Szenario hätte enden können. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz war der Hauptpunkt halt einfach, Rick hat seinen, naja, schon fast Bruder im Geiste getötet. Und Carl hat das mit angesehen und Carl hat dann auch noch die Zombie-Variante von diesem erschießen müssen, was natürlich weder für Rick noch für Carl, naja, so gut war. Ab dem Punkt haben wir gemerkt, dass Rick sich wirklich sehr krass geändert hat. Das war der erste Moment, in dem wirklich Ricks Charakter mal einen, ich sag mal, Tiefpunkt erreicht hat. In dem er wirklich auf einem Level war, wo er gesagt hat, okay, hier tanzt jetzt alles wirklich nur nach meiner Pfeife. Und wir machen alles so, wie ich es möchte. Und wenn es nicht anders geht, dann hier keine Demokratie. Ne? Ihr wisst, die bekannten Szenen aus der Serie. Aber ein anderer Punkt, der jetzt folgt, hat ihn dann wieder noch ein Stückchen weiter versinken lassen. Und das ist Laurie's Tod. Hier ist natürlich das Problem nicht nur, Laurie ist gestorben, seine Frau, die Person, die er liebt oder zumindest geliebt hat. Nein, sie wurde von seinem Sohn ermordet. Sie musste sterben, weil sie es nicht überlebt hätte und sie wieder, also sie hat sich verwandelt und alles, was da zusammenkommt, auch trotz Judiths Geburt, natürlich war das ein kleines Licht am Ende des Tunnels, aber für Rick ging es erstmal ab hier bergab. Er hat seine Frau verloren, er hat seinen unschuldigen Sohn in dem Fall verloren, er musste seinem Sohn im Prinzip das antun, dass er das mit seiner Mutter macht. Und das sehen wir ja die Folgen danach, indem er ja komplett am Halluzinieren ist, Geister sieht, Stimmen hört, was absolut erklärt, wie Ricks Charakter an diesem Zeitpunkt wirklich gebrochen war. Natürlich hat er sich nachher wieder ein bisschen aufgerappelt, aber das auch wirklich nur zur Hälfte. Und ein gewisser Herr Governor hat dann nochmal einen draufgesetzt. Und das ist auch der nächste Punkt, der Ricks Leben entscheidend geformt hat. Und zwar das Unterschätzen beziehungsweise, naja, ich nenne es mal gutstellen, oder der Versuch, sich mit dem Governor gutzustellen. Das Aufeinandertreffen von Rick und dem Governor war wirklich sehr, sehr besonders für Rick. Er musste das erste Mal hier beweisen, dass er doch noch da ist und doch noch in der Lage ist, seine Freunde, seine Community zu beschützen. Und er hat durch Herschel, muss man hier tatsächlich auch sagen, viel zu viel Hoffnung in den menschlichen Verstand des Governors reingesteckt. Nachdem der erste Schlag gegen den Governor getan wurde und sich erstmal alles beruhigt hat, ging bei Rick auch wieder ein bisschen Hoffnung nach oben. Diese wurde aber sofort wieder vom Governor zerstört und die bekannte Rede des Governors und Rick zum Governor, dieses ganze Gespräch beim Prison, zeigt einfach, dass sich Rick wirklich in die Richtung bewegt hat von wegen, okay, wir müssen versuchen, jeden Menschen zu schützen. Es kann nicht sein, dass wir hier wirklich so kleinlich sind. Wir sind Menschen, wir sind alles Menschen, wir müssen zusammenhalten. Naja, mit dem Punkt war er halt beim Governor definitiv
falsch. Der Krieg, der danach ausgeboren ist, diese kurze Sequenz, wo Herschel stirbt, wo so viele von Ricks Freunden, Ricks Familie schon fast stirbt, ist ein riesiger Wendepunkt in Ricks Leben. Und auch die kurze Zeit danach, wo er mit Carl zusammen unterwegs war, wo sie dachten, dass Judith tot war, hat Ricks Charakter so krass geformt, wo wir nämlich jetzt direkt zum nächsten Punkt kommen. Und das ist die krasseste Entwicklung von Rick. Und zwar ist das, naja, ich sag mal, die halbe Staffel 4 und die halbe Staffel 5 Rick. Entwicklung. Denn angefangen hat das Ganze mit dem ersten Aufeinandertreffen mit Rick und den Claimern. Also für die, die nicht wissen, was The Claimers sind, das sind diese Gruppe, bei der Daryl kurzzeitig war, wo Rick dem einen Typen den Hals abgebissen hat. Offiziell werden sie als The Claimers betitelt. Im Deutschen wird das bedeuten, die Beanspruchter. Hört sich scheiße an, verstehe ich, ne? Auf jeden Fall, hier ist der wichtigste Punkt. Das erste Aufeinandertreffen mit ihnen hat schon gezeigt, dass Rick selbst im, naja, schon fast fertigen, kaputten Zustand trotzdem mit diesen Leuten irgendwo umgehen konnte. Und irgendwo versucht hat und schon gemerkt hat, okay, es sind wirklich die Menschen, die uns hier das Problem stellen und ich muss mich dem jetzt anpassen. Denn der sogenannte Vollbart Rick hat ab diesem Punkt wirklich nur noch auf die Kacke gehauen. Er hat quasi das, es ist aus ihm das geworden, was er mit Shanes Tod vermieden hat. Ein eiskalter, gnadenloser Mensch, der wirklich alles dafür tut, dass seine Gruppe erstmal am Leben ist und darüber hinaus erstmal gegenüber keinem Vertrauen hat, was er natürlich durch den Governor gelernt hat. Explizit habe ich mir als Punkt aufgeschrieben, Staffel 4, 5 Rick, der rote Machetengriff Rick und der Halsrausbeißer Rick, weil diese zwei Ereignisse, sowohl das Versprechen an Garrick zu sagen, die Machete mit dem roten Griff, damit werde ich dich umbringen und dieses Versprechen später einzuhalten, wenn Garrick vor ihm auf den Knien ist, quasi sich entschuldigt, versucht irgendwie sich da rauszureden und Rick hält dieses Versprechen, dass er ihn umbringen will und umbringen wird, ein. Das war ein riesiger, riesiger Wendepunkt, was sich dann im Höhepunkt aufgebaut hat, als er auf The Claimers getroffen ist. Und naja, dieser halt sowohl Daryl als auch Michonne als vor allem auch Carl bedroht haben. Diese Szene ist wahrscheinlich die kalteste Szene, die Rick je erfahren hat und die brutalste Szene und das heftigste, was Rick je zu bieten hatte. Wie er zum einen erstmal dem einen Typen den Hals rausbeißt und dann zu dem Typen geht, der sich da gerade an seinem Sohn vergreifen wollte und ihn komplett ausweidet. Und wir sehen ja auch am Ende oder am Anfang der nächsten Folge, dass Rick das Ganze auch irgendwie erstmal verarbeiten muss, weil selbst das für ihn eine riesen Veränderung war. So aus dem Loch, aus dem Rick erstmal wieder hochgekommen ist, steht er nun an der Spitze quasi seines Daseins und hat erstmal mit niemandem mehr ein Problem. Er ist der, nach deren Pfeife alle tanzen sollen. Er ist der Anführer von allen, die ihm entgegenkommen. Er hat gerade die Eier, ändert sich aber gewaltig an einem Punkt, der hier auf der Liste Punkt Nummer 8 ist, und zwar ist das Negans erster Auftritt, das Line-Up. Ich glaube, wir sind uns alle einig, nicht nur der Tod von Glenn und Abraham in diesem Fall sind das Krasse, nein, einfach die Präsenz, die Negan da gezeigt hat, wie viel Macht er hat und dass Rick in dem Fall nichts, aber auch wirklich gar nichts machen kann, um irgendwen zu beschützen, hat Rick wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Rick war sich so sicher, mit dem Übernehmen dieses Satellitenaußenposten von den Saviors hätten sie alles geklärt und naja, das war seine Überheblichkeit. Er stand in Hilltop und hat gesagt, klar, machen wir das easy, wir sind die Krassesten und gibt uns die Verantwortung, wir machen das, ja. Und da hat er komplett falsch mitgelegen. Und das Auftauchen von Negan hat ihn, wie gesagt, wieder auf den Boden gebracht. Er hat wieder realisiert, scheiße, ich kann doch nicht einfach so alles und jeden hier fertig machen. Es gibt immer noch ein stärkeres Tier da draußen. Und ab dem Punkt verändert sich sein Charakter immer wieder laufend. Der Krieg hat Höhen und Tiefen und hin und her. Und Rick ist sowohl gut drauf als auch schlecht drauf. Aber der nächste Punkt, der wirklich alles krass ändert, was natürlich auch zum Ende des Krieges nachher geführt hat, zumindest aus Ricks Sicht, ist der Biss von Carl bzw. der Tod von Carl. Weil hier wurde Rick nochmal weiter auf den Boden gebracht. Rick war wieder leicht davor, auf diesen Punkt zu kommen. Hier ist mir alles scheißegal. Krieg ist die einzige Lösung. Und Carls Tod und vor allem seine Briefe haben Rick wieder gezeigt, okay, hier, die Werte, die ich damals hatte, es sind Menschen. Wir Menschen müssen zusammenhalten. Die muss ich mir jetzt tatsächlich nochmal irgendwie zu Herzen nehmen. Und das hat Carls Tod natürlich einfach perfekt in Ricks Kopf, naja, ausgelöst. Natürlich nicht nur das, sondern auch überhaupt das Verlieren seines einzigen verbleibenden Kindes. Ja, einige werden jetzt sagen, aber warte mal, Judith? Ja, aber Judith ist offiziell nicht Ricks Tochter. Deswegen, er hat seine komplette Familie verloren. Natürlich hat er Michonne und natürlich hat er Judith, aber er hat seine Familie verloren. Er konnte die Leute, die er beschützen wollte, am Ende nicht beschützen. Und auch durch die Tat, bei der Carl zum Tode kam, durch das Retten eines Randoms, eines Typen, den von keiner was wusste und den Rick eigentlich nicht aufnehmen wollte. Das hat Rick gezeigt, okay, hier, wir müssen wieder anfangen, Menschen zu helfen, Menschen ranzuholen, dass wir eine große Community bilden, die einfach
hilft. Und dementsprechend kommt es zum nächsten Punkt. Denn am Ende des großen Krieges mit Negan, dem Zweikampf mit Negan und Rick, und sie stehen sich gegenüber, Rick schneidet ihm die Kehle auf. Aber was macht Rick? Nicht genau, er gibt nicht seinem Hass nach, sondern er gibt dem nach, was Carl ihm, sage ich mal, in den Mund gelegt hat, und er lässt Negan am Leben. Er nimmt ihn als Gefangenen, er nimmt ihn als Exempel, dass es noch Gutes gibt und dass Gerechtigkeit immer noch herrschen muss, weswegen Ricks Charakter wieder auf jeden Fall an Höhenfahrt bekommt, aber wieder auf ungefähr das Level von Season 1 Rick. Der Rick, der im Prinzip das Gute versucht in allen zu sehen und jedem helfen möchte irgendwo und nicht einfach wahllos rumballert. Natürlich hat er immer noch seine Aggressionspotenzial und seine Aggressivität und überhaupt seine Präsenz ist schon gewaltig, aber Rick ist jetzt wieder an dem Punkt, wo er sagt, wir möchten hier was aufbauen, wir möchten die alte Welt wieder haben und nicht einfach vor uns hinleben und jeden einfach ausschließen, der uns, naja, wo die Haarfarbe uns nicht gefällt. Dieser Punkt war wirklich ein riesiger Punkt, der Rick wieder auf sein normales Level gebracht hat. Weder zu brutal, noch zu weinerlich, noch irgendwas dazwischen. Das ist der Rick, den wir haben müssen, um quasi die Welt zu erobern, in Anführungsstrichen, um die Welt zu retten. Bis zu dem nächsten Punkt, der Rick wieder ganz krass prägt und damit auch der letzte Punkt. Und zwar ist es, naja, das Retten der Brücke, beziehungsweise die Art, wie er es gemacht hat. Denn die Rettung der Brücke ist aus dem Grund ein Punkt, der sein Leben verändert. Nicht indem er am Ende sagt, ich habe meine Familie gefunden oder ich habe sie gefunden. Und er rettet die Brücke und er rettet alle Menschen. Oder er rettet die Brücke ja nicht. Er rettet alle Menschen, er löscht die Horde aus. Nein, die Art wie. Denn eine Sache ist hier essentiell wichtig. Wäre er nicht mit dem Pferd weggegangen, zu Fuß, oder hätte es irgendwie anders versucht, nicht mit dem Pferd, wäre es nicht so weit gekommen. Dementsprechend können wir mal die Schuld auf das Pferd tippen, dass Rick danach erstmal außer Gefecht war. Denn ohne das Pferd wäre er nicht vor der Zombie-Horde auf diese, ungünstige Lage gestürzt. Er hätte es locker zur Brücke geschafft, er hätte es geschafft, irgendwen da zu informieren. Die Leute waren ja schließlich da, sie hätten helfen können. Aber dieses Ereignis ändert in Ricks Leben gar nicht mal so viel, weil es verändert eher halt das Leben aller anderen. Ricks Leben wird in dem Hinsicht einfach nur verändert. Er ist jetzt erstmal, weg vom Fenster. Er ist jetzt mal außen vor. Und diese Geschichte kriegen wir halt natürlich in The Ones Who Live zu erzählt halt, aber dieser Tod oder das Verschwinden, aber zu dem Zeitpunkt halt der Tod von Rick, hat essentiellen Einfluss auf alle anderen genommen. Rick hat hier im Prinzip seinen, vom Gandalf dem Grauen zum Gandalf dem Weisen den Schritt gemacht. Er hat gemerkt, okay, es ist egal wie, es ist egal was wir machen, ich muss mich jetzt an dem Punkt opfern, das ist meine Aufgabe. Das hat er gemacht, er hat mit seinem Leben abgeschlossen, weswegen ich auch der festen Überzeugung bin, dass wir in The Ones Who Live oder auch in allen anderen Serien, wo Rick jetzt noch auftauchen wird, einen ganz anderen Rick bekommen, weil er eigentlich da an dem Punkt mit seinem Leben abgeschlossen hat. Er war mit sich selbst im Reinen, er war mit Daryl wieder im Reinen, er war mit allen im Reinen. Wir werden halt einen Mann sehen, der quasi tot war und, wieder von 0 auf 100 startet. Und deswegen wird dieses Video auch irgendwann wahrscheinlich weitergeführt werden, denn Stand jetzt ist es zu Ende. Es gibt nichts mehr, was sein Charakter sonst noch geformt haben könnte. Am Ende ist er einfach der Mensch, der andere retten will, der andere Leben über seins stellt und dafür, über Leichen geht, aber auch über seine eigene Leiche gehen würde. Das Ganze wird halt nach The Ones Who Live, fortgeführt, weil da wird er gewiss auch noch einiges an Charakterentwicklung durchmachen. Vor allem nach der direkten Ankunft beim CRM bis hin zum Treffen auf Michonne, bis hin zum eventuellen Wiedersehen seiner Kinder und seiner Freunde. So, und damit bin ich aber auch am Ende des Videos angelangt. Das war ein bisschen längeres Video mal wieder und ein bisschen aufwendigeres, weil es tatsächlich sehr viele Punkte gibt, die sehr viele Unterpunkte haben, wie Ricks Leben wirklich sich geändert hat. Ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist von eurer Meinung aus der krasseste Punkt, der Ricks Leben geändert hat. Also meiner Meinung nach definitiv der Season 4-5 Rick, der einfach der brutale Rick. Das ist definitiv in meinen Augen ein Punkt, der Rick komplett um 180 Grad gedreht hat. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Schreibt auch gerne noch was rein, wo ihr sagen würdet, das hätte man noch dazu packen müssen, was vielleicht ein größerer Punkt ist, den ich jetzt vielleicht gar nicht beachtet habe. Ich lasse mich da auf jeden Fall gerne, belehren, nenne ich es mal so. Und sonst würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und checkt vielleicht auch mal die anderen Videos aus. PS, so eine Art Video wird zu einem anderen Charakter auch noch kommen. Vielleicht schon nächste Woche, vielleicht aber auch ein bisschen später. Also, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und wenn euch sonst alle Themen rund um Filme und Serien und The Walking Dead zum größten Teil momentan gefallen, wenn euch das interessiert, checkt den Kanal gerne aus. Vielleicht lasst ihr ein Abo da, ich würde mich sehr freuen. Aber jetzt möchte ich nicht noch länger um den heißen Brei rumreden, denn das Video ist schon, wie gesagt, länger als es, muss ja nicht länger werden als sonst. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.